Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Agro Ansage 4 von Agro Berlin in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Agro Ansage Nummer 4 von Agro Berlin, das Ganze aus dem Jahr 2004. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl Edition aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, wie der Albumtitel es vermuten lässt, es ist die vierte Ansage von Agro Berlin. Es gab ja damals bei den meisten Labels so etwas wie Label Sampler in irgendeiner Form und bei Agro Berlin hieß das damals eben Ansage. Agro Ansage 1 bis 3 kam davor und dann gab es etwas Umstrukturierung im Label, der Abgang von Bushido und so weiter und so fort und dann gab es Agro Ansage 4 mit diesen drei Herrschaften hier hauptsächlich, B-Tide, Sido und Flair, aber es sind auch noch einige andere dabei. Wir werden mal das Ganze aus der Folie holen. Wir haben hier ein Gatefold, bedeutet wir können hier wunderbar mittig aufschneiden. Das Ganze ist noch original verschweißt. So, dann ziehen wir die Folie mal ab. Ist echt schon lange her, also 2004, das sind mittlerweile 16 Jahre, fast 16 Jahre, weil im November erschien das gute Stück. So, wir haben hier das bekannte Cover. Hier oben die drei Herrschaften, die Hauptrollen damals bei Agro Berlin, B-Tide, Sido und Flair. Darüber lesen wir noch Agro Berlin präsentiert, Agro Ansage Nummer 4, Agro Gold und Agro Berlin. Auf der Seite lesen wir auch nochmal Agro Berlin Ansage Nummer 4 und die Katalognummer. Hier oben links gibt es noch einen kleinen Vierer. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Also quasi das gleiche wie vorne, nur eben ohne die Kette von Sido. Und die Schrift wurde etwas abgewandelt, denn wir haben hier natürlich dann die Tracklist. Die Beteiligten, die Logos, die Labels und so weiter, alles hier so angeordnet. Unten links, unten rechts und unten hier zentral. Oben links gibt es einen Barcode und das ist dann die Tracklist. So, wie gesagt, hauptsächlich hier Sido, Flair und B-Tide mit drauf. Aber wir haben auch unter anderem mit dabei Tony D oder auch AIDS, deine Lieblingsrapper. Ja, also einige Features hier noch mit dabei, beziehungsweise andere Labelkünstler. So, dann schauen wir mal rein. So sieht das Ganze hier von innen aus, auch hier alles wieder in Gold, als hätte man es geahnt, denn Agro Ansage 4 war tatsächlich die erste Ansage, die damals den Goldstatus erreichen konnte. Ja, so sieht das aus, links wieder B-Tide in einer dicken Pelle-Pelle-Jacke, dann hier mittig Sido, der natürlich damals noch mit Maske unterwegs war und rechts dann Flair, Agro Gold, Sido, B-Tide, Flair. Dann haben wir hier noch so Zitate bzw. Songzeilen. Hier ein Song von B-Tide. Du bist ein Scheißtyp, der das Mic liebt, doch rennt, wenn er Sido Flair und B-Tide sieht. Agro Gold wird auf deine Haut gestickt. Es ist unvergleichlich, wie unser Rap deinen fickt. So, was haben wir da noch? Hier oben dann noch ein Zitat von Sido. Ist leider echt klein und schwer zu lesen. Aber wir lesen hier Ansage 4, meine Kette ist ein Panzer, guck hier, mein Label liebt mich, wenn ich aufhöre zu rappen, bin ich 70, A-G-R-O Berlin, was anderes gibt's nicht. Und Flair hat natürlich auch noch hier eine kurze Zeile und zwar lesen wir hier, hörst du sie, es jubeln so viele, Agro Berlin, die Crew, die ich liebe. Ja, somit hat jeder hier seine Songzeile. Dann würde ich sagen, schauen wir mal ins Innenleben und zwar haben wir hier eine und eine zweite, also Doppelvinyl hier. Ansonsten, ich schau mal ganz kurz, aber mehr ist hier glaube ich nicht drin, nein. Also Poster oder, oh, doch, hier ist noch was drin, tatsächlich. So, wir haben hier ein Booklet, ein quasi Werbebooklet. Und zwar, schauen wir uns mal ganz kurz an, bevor wir weitermachen. So, hier andere Tracks bzw. andere Veröffentlichungen von Agro Berlin, die uns hier präsentiert werden. B-Tide aus dem Westen, Maxi-CD. Dann hier natürlich andere Tonträger, die man hier bei Downstairs kaufen konnte. So sieht das aus. Also, Nostalgie pur hier. Und auf der Rückseite tatsächlich auch nochmal so einen Bestellschein.
Ja, so wurde damals Musik gekauft. Dann haben wir die beiden Vinyls. Nummer 1 ist diese hier. So sieht das aus. Schwarz-weiß bedruckte Hülle. Dann hier nochmal die einzelnen Tracks mit den Infos über die Beteiligten und Produzenten, sowie auch hier noch die Credits. Die Vinyl an sich ist dann klassisch in Schwarz gehalten, hier in der Mitte wieder in Weiß und Gold mit den Akteuren. So sieht das aus. Nummer 1 und dann haben wir Vinyl Nummer 2, die auch wieder in einer gestalteten Hülle kommt, die ist sogar noch besser in meinen Augen. Hier alle drei Künstler nochmal mit ihren Pressefotos und unten Agro Ansage 4. Und auf der Rückseite wieder Infos zu Tracks und Credits. So, dann holen wir auch die mal raus. Das ist die zweite Vinyl. Hier lesen wir es, Seite A mit den Tracks, die darauf zu finden sind. Und natürlich Seite B mit weiteren Tracks. Ja, so viel zu diesem Album. Ist, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so leicht zu bekommen, denn die Agro Ansage 4 wurde damals ja, wie viele andere Agro Releases auch, von der Zensur erwischt und wurde indiziert. Also, Agro Ansage 4 wurde dann nochmal als geschnittene Version, so Agro Ansage X, wieder veröffentlicht, aber das ist die originale vor der Zensur, vor der Indizierung. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigten Vinyls hier, die Doppelvinyl zur Agro Ansage 4, das kommt hier in diesen bedruckten Vinylhüllen. Dann haben wir noch diese kleine Broschüre hier, diesen Infokatalog hier mit den ganzen Infos zu weiteren Releases plus Bestellformular. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Agro Ansage 4 von Agro Berlin. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl Edition? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Agro Berlin unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.